Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder otto.de und zwar mit dem Memory-PC Gaming-PC. Da stehen nur die technischen Daten für 649,99 Euro, runtergesetzt von 1289 Euro. Das System wurde mir vorgeschlagen in unserem Videovorschlägekanal auf Discord von KPT Schwede und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Absoluter Fake. Das Gehäuse stimmt natürlich, klar, auch wenn das ein reiner Backofen ist, aber die Grafikkarte stimmt nicht, der CPU-Kühler nicht, 4 RAM-Riegel sind schon mal gar nicht drin, auch keine Corsair, kein Full-HD-X-Board von ROG oder sonst irgendwas, auch kein Straight-Power-Netzteil. Wenn eins drin ist, okay, man weiß es nicht genau, aber hier in dem Fall glaube ich eher nicht. Bedeutet im Umkehrschluss, verlasst euch bitte nicht drauf, was ihr da auf den Bildern seht. Das Gehäuse, ja, vielleicht, aber der Rest, nein. Wir haben auch wieder hier so einen super Text dabei. Unser Memory-PC mit AMD Ryzen 5 3600 überzeugt durch perfekt abgestimmte Markenkomponenten. Ja, ja. Da kommen wir gleich noch zu. Der ultraschnelle 6-Kern-Prozessor kann mühelos selbst die anspruchsvollsten Programme und sogar Bild- und Videobearbeitung ohne Kompromisse ausführen. Ja, würde ich nicht so dahinschreiben. Dass das jetzt ein Standardtext ist, okay, verwirrt aber den Kunden. Unterstützt wird der Prozessor dabei von 16 GB DDR4-RAM und einer schnellen 250 GB M.2 SSD als Systemfestplatte. Auch das stimmt nicht so ganz. Also es steht manchmal 240 oder 250 drin. Mit der GeForce RTX 3050 und ihren 8 GB GDDR6 ist man für die aktuellen Online-Games bestens gewappnet. Auch das nicht. Wenn ihr jetzt in 720p spielt auf geringer Auflösung, ja. Aber nicht in 4K und dann Let's Go Cyberpunk oder Hogwarts Legacy oder so. Ihr wisst, was ich meine. Selbstverständlich ist Windows 11 Pro installiert, sodass sie sofort loslegen können. Ja, das ist nice. Sämtliche Systeme von Memory-PC werden von uns in Norddeutschland produziert. Für unsere Systeme verwenden wir ausschließlich hochwertige Komponenten, auch das nicht, von namhaften Herstellern vielleicht. Vor der Auslieferung durchläuft jedes System einen aufwendigen Test, um die Lauffähigkeit des Systems sicherzustellen. Ja, das mag sein. Kann ich nicht beurteilen. Wäre aber besser auch für die, weil sonst geht die RMA-Quote halt hoch. Schauen wir uns erstmal die Details an. Lieferumfang 6 Monate, G-Data Security kostenfrei. Bedeutet im Umkehrschluss, die installieren euch ein Antivirenschutzsystem, was 6 Monate gültig ist und danach kostet das Geld. Schließt ihr ein Abo ab, bekommt die Provision. Ist jetzt so erstmal nichts Schlechtes. Das Problem ist einfach, der Kunde hat nicht die freie Entscheidungsmöglichkeit, möchte ich das jetzt oder möchte ich das nicht. Weil es gibt auch andere Anbieter, die haben einfach so ein Gutscheinkärtchen dabei, da ist ein Code drauf, dann kann man das selber installieren, wenn man das möchte. Ich denke, hier ist es wirklich vorinstalliert. Und eigentlich macht der Windows Defender einen guten Job. Ihr braucht kein G-Data, ihr braucht kein Avira, ihr braucht kein AVG, ihr braucht kein Norton und wie sie alle heißen. Ist es einfach Quatsch. Ich fahre seit Jahren sehr, sehr gut damit, einfach nur den Windows Defender zu nutzen. Und der ist halt kostenlos bei Windows mit dabei, ne? Betriebssystem Windows 11 Pro 64-Bit, okay, das ist nice. Ist halt das aktuellste Betriebssystem. Wie aktuell es dann bei denen ist, weiß ich nicht. Ein Update werdet ihr mit Sicherheit fahren müssen, aber es ist cool, dass es dabei ist. Und das kostet 17,20 Euro bei MySoftware. Dann haben wir halt, wie eben schon im Titel erwähnt, den AMD Ryzen 5 3600 6-Kern-Prozessor. Der hat, wie eben schon gesagt, 6 Kerne mit 12 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS. Auch den könnt ihr schon mit 3600 laufen lassen. Also wenn ihr ein 3600er Kit habt, funktioniert das. Ich hatte den Prozessor früher selber, zwar als 3600X, aber ja, das funktioniert. Das Ding ist halt einfach, der ist jetzt wirklich schon irgendwo Resterampe. Letztes Mal wurde sich noch beschwert bei einem 5600er, dass er Resterampe ist. Das ist ein 3600. Wir sind schon bei 7000 plus plus plus. Das ist, weiß Gott, in einem günstigen System kein schlechter Prozessor. Aber man kann auch einen 5600er nehmen, der kostet jetzt nicht so viel mehr. Zum Stream allgemein sage ich sowieso immer, bitte einen 8-Kerner nehmen. Zum Zocken, ja, mit der Grafikkarte reicht er halt. Und der kostet 80,62 € bei ProShop.de. Der Arbeitsspeicher ist DDR4, 16 GB, 2,66 GHz, oben im Titel stand auch irgendwie Dual-Channel. Da haben wir dann den Kingston Value RAM DIMM 8 GB, natürlich zweimal im Warenkorb, mit 2666 MTS. Zur Erinnerung, der Prozessor kann 3200 und 3600 unterstützt der auch. Also wie im letzten Video, viel zu geringer Takt und 16 GB, gut, in der Preisklasse kann man drüber reden. Ja, ich würde immer 32 reinschmeißen, aber das ist halt sehr, sehr billig. Würde ich so in so einem Gaming-System eh niemals verbauen. Und hier nochmal als Vergleich, womit geworben wird. 4 RAM-Riegel mit RGB-Beleuchtung, Corsair, Vengeance RAM, wissen wir alle, ne? Und hier haben sie halt 2 Riegel und sehr wahrscheinlich sind die halt grün, schwarz oder rot, weil es dann der Aegis ist. Und der kostet 19,88 € bei Mindfactory, mal 2 natürlich, weil wir es zweimal im Warenkorb haben. Die SSD soll eine 250 GB sein. Hier oben steht auch 250 GB. Allerdings steht dann hier direkt unter dem RAM 240 GB. Also ich weiß jetzt nicht genau, was es wird, deswegen nehme ich erstmal das Schlechtere.
Und 240 GB ist so ein berühmter Wert, den M.2 SSDs normalerweise nicht haben. Es ist dann eine 2,5 Zoll SSD. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 540 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von 500 MB/s. Für ein Notebook zum Aufrüsten, wenn es noch eine HDD hat, ja, ist es ganz nett. Zum Zocken würde ich es lassen. Ihr könnt das auch zum Datenauslagern nehmen und so. Gar keine Frage, schneller als eine HDD ist die dann immer noch. Aber in so einem Hauptsystem würde ich sowas schon nicht mehr verbauen. Ist halt auch Resterampe. Und die kostet 25,09 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine Nvidia RTX 3050 interne diskrete Grafikkarte mit 8 GB. Gut, dass die 8 GB dabei stehen, weil scheinbar gibt es diese Grafikkarte auch mit 6 GB und das wusste ich gar nicht. Das habe ich halt eben bei der Liste gesehen. Ich habe die dann rausgesucht und denke mir, nee, 6 GB sind es nicht, es sind schon 8, aber selbst das ist halt relativ wenig. Für Full HD Gaming ja, vielleicht, aber alles ab WQHD aufwärts würde ich schon mindestens so 12 oder 16 GB whatever nehmen. Man kann natürlich ein bisschen tricksen. Ihr stellt die Einstellungen nicht so hoch ein, also die Effekte und auch die ganzen Details und so, dann kann man mit einer 8 GB Karte auch WQHD spielen, klar. Oder irgendwelche First-Person-Shooter oder sowas, das funktioniert. Valorant, Overwatch, gar kein Thema. Aber für AAA-Titel oder womit hier auch halt geworben wird, keine Kompromisse und so, dafür ist die nicht gedacht. Und da wir halt nicht genau wissen, welches ist, habe ich halt die günstigste genommen, ist sogar mit Single-Fan-Design. Den FPS-Test dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und die kostet 214,12 € bei Mindfactory. Leistung Netzteil 600 Watt. Und dann steht hier oben halt 600 Watt SQI Silent 80 Plus. Findet man so einfach nicht. Aber da wir sowieso keine Zertifizierung haben, können wir jetzt irgendein 600 Watt Netzteil nehmen. Das hat auch nur 80 Plus und ja, das war's dann halt. Weder Bronze, noch Gold, noch Silber, whatever es alles auf dem Markt gibt, ist so ein ganz billiges China-Netzteil. 600 Watt reichen allerdings ganz dicke für das System. Mit dem Ryzen 3600 und einer 3050, da bräuchtet ihr euch eigentlich keine Gedanken machen, dass euch das Teil um die Ohren fliegt, weil es wird eh nie voll ausgelastet. Kommt ihr später auf die Idee aufzurüsten, eine stärkere Grafikkarte oder so zu nehmen, lasst es. Lasst es wirklich sein oder wechselt das Netzteil auf jeden Fall aus. Wobei mit dem Prozessor, ich würde gar nicht mehr so krass aufrüsten. Vielleicht eine RX 6700 XT oder so, das funktioniert noch einigermaßen, aber dann ist auch Schluss. Und das kostet 44,90 € bei Technobi, bei Amazon. Belasst es bei Amazon. Das Mainboard ist ein MSI AMD A320 Micro ATX Board. Und ich habe mich früher schon aufgeregt, wenn es ein B450 war. Erinnert ihr euch noch an die gute alte Zeit von vor 3 Jahren, wo ich das Ganze angefangen habe? Da war der Prozessor aktuell. Der A320-Chipsatz ist halt wirklich unterste Modellreihe. Mal ganz davon ab, weiß ich nicht mal, ob es das Mainboard wird. Es ist MicroATX A320, da gibt es jetzt nicht so viele. Dann noch von MSI, ne, da haben wir halt das. Das hat auch keine gekühlten Spannungswandler, nur 2 RAM-Bänke. Gut, die meisten kommen damit klar. Halt den noch älteren AM4-Sockel, wir sind schon bei AM5, aber in dem Preisbereich möchte ich gar nicht so meckern. Hier kommt die Grafikkarte rein. Und hier unten könnt ihr vielleicht erweitern, wenn ihr Glück habt und die Grafikkarte das nicht überdeckt. Seht ihr dann einen M.2-Slot für eine M.2-SSD? Also ich nicht, deswegen, das trifft halt nochmal darauf zu, dass es vielleicht wirklich so eine 2,5-Zoll-SSD wird. Und bei den Anschlüssen haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, die Onboard-Grafik könnt ihr sowieso nicht benutzen und dann habt ihr noch 2 PS2-Anschlüsse, also Tastatur und Maus, die ganz alte Generation. Das ist ein Büroboard. Brauchen wir nicht drüber reden. Ich meine, mit einem 3600er Ryzen wird das jetzt nicht irgendwie übelst heiß oder so, also die Spannungswandler, aber das ist halt wirklich ein Büroboard. Würde ich mir so nie kaufen, aber ja, so ist es jetzt halt. Das Problem ist, es ist aktuell nicht gelistet. Realistisch war es immer so bei 50 € um den Dreh. Wir rechnen gleich einfach mal 50 € bei der Liste zum Schluss drauf. Was wir aber bekommen? WLAN. 802.11, A, B, G, N und AC. Es kann gut sein, dass es einfach dieser Stick wird, weil das Mainboard wird es nicht mitbringen. Oder ihr kriegt so eine PCI Express Erweiterungskarte, kann auch sein, klar. Aber der hier deckt sich halt damit 802.11 ABG NAC, das sind die WLAN-Standards. Ja, und den packen wir jetzt so da rein. Und der kostet 14,50 € bei Mindfactory. Kühlsystem ist übrigens Luftkühlung. Und das Coole ist, wir haben ja einen Ryzen 5 3600 von AMD, bekommen aber einen Intel-zertifizierten Luftkühler. Ich belasse es jetzt bei dem Boxkühler, der beim Prozessor sowieso mit dabei ist. Denn man sieht es hier, den habe ich ja in den Warenkorb geschmissen, da ist dieser kleine Kühler schon mit dabei. Der reicht auch für den 3600er tatsächlich, das ist so. Und das Gehäuse ist ein SQ Tower 01T Glasfenster RGB Beleuchtung. Um nochmal drauf zu sprechen zu kommen, nein, wir haben hier keinen Airflow. Das sieht nur schön aus. Wir haben hier 3 RGB-Lüfter in der Front und einen hinten. Da ist eine Glasscheibe davor oder eine Plexiglasscheibe. Ich weiß es nicht genau. Solltet ihr wissen, was das für ein Gehäuse genau ist, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Übrigens wird hier auch mit Thermal Grizzly geworben. Da wird aber überhaupt nicht von gesprochen in diesem ganzen Textblock. Also
beachten wir das gar nicht. Mal ganz davon ab, braucht man keine Thermal Grizzly Wärmeleitpaste oder ähnliches bei einem 3600er Ryzen. Ich nehme jetzt einfach für den Preispunkt das Kolink Observatory HF Glass. Das hat halt auch diese drei RGB-Lüfter in der Front, den einen hinten, eine Glasscheibe irgendwie davor oder Plastikscheibe. An der Seite sind sogar Luftschlitze, was bei dem anderen sowieso fehlt. Und das kostet 52,89 € bei csvdirekt.de. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den WLAN-Stick, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 489,08 € plus jetzt sagen wir 50-60 € halt für das Mainboard. Sind wir jetzt bummelig bei 550 €. Und das System kostet 650 € knapp. Runtergesetzt von 1289 UVP. Preislich gesehen ist es in dieser Preisrange gar nicht mal so attraktiv, auch wenn es, sag ich mal, nur 100 € sind. Ja, sind bei 650 € auch schon eine Menge Schotter. Und von der UVP brauchen wir gar nicht sprechen. Also bei diesem Teil stimmt halt so ziemlich alles nicht. Und dann habe ich halt hier direkt als ersten Satz unser Memory-PC mit AMD Ryzen 5 3600 überzeugt durch perfekt abgestimmte Markenkomponenten. Da stimmt nicht mal mehr der RAM, also der RAM-Takt zum Prozessor. Nein, lasst bitte die Finger davon. Ich weiß, viele wollen bei Otto bestellen, aus welchen Gründen auch immer, aber lasst die Finger von diesem System. Ich habe noch nie ein Otto-System gesehen, wo ich sagen würde, ja, auch wenn mit ein bisschen Bauchschmerzen oder so, noch nie irgendwie gesagt, ja, kann man schon nehmen. Gibt's da nicht. Habe ich nie gefunden. Wenn ihr eins findet, schickt es in den Videovorschläge-Kanal. Aber ich habe da noch nie gesagt, ja, komm, für den Preis, ja, funktioniert nicht. Ach ja, wenn ihr in dem Preisbereich übrigens eine Alternative wollt, ne, kauft euch eine PlayStation oder eine Xbox. Ey, ganz ehrlich. Ich weiß, 650 € sind eine Menge Schotter. Aber dann spart noch irgendwie ein bisschen so auf 1.000 €, 1.100 vielleicht. Da kriegt ihr was Gescheites. Aber nicht bei Otto. Wobei Otto ja hier auch nur die Verkaufsplattform irgendwie liefert für Memory-PC. Weil hier steht ja auch Verkäufer Memory-PC. Der PC heißt so. Und selbst bei Memory-PC auf der Website findet man meiner Meinung nach selten Systeme, wo man sagen kann, ach ja, kann man machen. Irgendwo ist immer eine Grätsche drin. Finde ich ein bisschen schade. Und falls es jemand weiß, was es mit diesem Thermal Grizzly hier bei dem PC auf sich hat, der darf mich gerne ein bisschen aufklären in den Kommentaren. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und eure Meinung in die Kommentare. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.